Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde LSPDFA, und zwar einer besonderen Runde. Und zwar spielen wir in dieser Folge mal die deutsche Polizei. Fangen einfach mal an. Wir spielen jetzt deutsche Polizei und gucken mal, wie sie das spielt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt oder generell, wie ihr dazu steht, ob wir das mal hin und wieder mal machen sollen oder so. Dem platzen Reifen, alles klar. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal. Ey, der nimmt mir die Vorfahrt, alles klar, den ziehe ich raus. So, warte, also ich habe mir alles runtergeladen, was so, was halt so Deutschland ist, halt quasi die Sirene, das Auto und das Skin. Ja. So, guten Tag. Und wir probieren natürlich auch Deutsch zu spielen. Das heißt, sie werden nicht gleich schießen. Und den Taser müsste ich mir eigentlich auch wegnehmen. Aber habe ich jetzt trotzdem drin. Wir verwenden ihn einfach nicht. Wir fragen mal nach der ID. So. Suspect. Damien. Damien Williams, oder? Ja, okay. Huch, okay, na gut, dann sucht. Suspect wanted by LS. Die, okay, pass. LS, mein Gott, okay. Stellen Sie mal aus. Das heißt. Was macht ihr jetzt hier? Ich möchte eigentlich nur den hier aussteigen lassen. Oh, warte mal, ich glaube, ich muss kurz. Hä? Wieso steigen die nicht aus? Warte mal, ich glaube, ich muss jetzt ganz kurz mal außerhalb des Roleplays. So, genau jetzt. Perfekt. Ey, bleiben Sie stehen. Ey, nein. Aussteigen. Sie sind festgenommen. Alles klar. Weil sie werden nämlich gesucht. Und das finde ich nicht gut. Und deswegen werden wir, also natürlich werde ich Leute noch abholen lassen, weil das ist. Ihr könnt übrigens weiterfahren hier, ne? Das ist kein Problem hier, weil ich habe sie eigentlich gar nicht angehalten, aber ist okay. So, ihr Auto lasst mir abschleppen. Das können Sie sich dann später am Präsidium wieder abholen, ne? Ich hoffe, das verstehen Sie. Was macht der denn da? Hey, was machen Sie im Polizeiauto? Egal, so, wir fahren mal weiter. Speed Pursuit, nehmen wir an. So, wir haben einen Satz, wie komme ich denn jetzt hier weg? Okay, fahren wir einfach geradeaus. Ist, glaube ich, einfacher, als jetzt hier oben zu probieren. So, vorsichtig. Also man merkt schon, die Hupe ist halt die hier und es gibt noch die hier, genau. Ist halt quasi die Sirene. Ja. Ich glaube, da gibt es auch noch Packages mit Feuerwehr und Krankenwagen und so. Bis jetzt hören sich aber. Was zieht denn der rüber? Bis jetzt hören sich einfach alle Sirenen gleich an. Können wir jetzt mal das Auto von innen zeigen. Also sieht man jetzt nicht allzu viel. Es sieht sehr innen, sehr lieblos gestaltet aus, aber von außen cool. Außer dass die Kurvenlage ein bisschen unlogisch ist, weil wenn ich nämlich in die Kurve lenke, ist es quasi, als wenn der irgendwie so schräg fahren. Also ich glaube, man sieht das so ein bisschen. Es ist ein bisschen verkehrt rum, aber es ist irgendwie lustig so zu fahren. Warte, ein bisschen hier lang. Ey, gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Okay. Wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen beeilen, sonst werden wir hier noch in 5 Jahren rumfahren. Boah, die Karre geht aber. Die Karre geht ab, das muss man sagen. Also, die ist schneller als die Crown Victorias. Das muss man wirklich sagen. Aber dafür auch nicht so wendig. Aber sonst ist eigentlich echt. Ist eigentlich auch mal was Cooles, so im deutschen Szenario zu spielen. Auch wenn das jetzt nicht allzu arg passt, finde ich, zu Los Santos. Also, da müsste ich vielleicht überlegen, ob man dann nicht vielleicht zu GTA 4 runtergeht oder sowas. Wenn man dann das deutsche Szenario weiter ausbauen möchte. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr überhaupt davon haltet. Soll ich davon mehr Videos machen? Irgendwie im deutschen Szenario? Oder sagt ihr so, nee, komm, das bringt's nicht. So, jetzt pass auf, jetzt ist ernst. Ich glaube nämlich, dass der hier. Ah, doch, der kommt hier durch. Okay. Wie machen das denn die deutschen Polizisten? Ich meine, ich glaube, die warten ja tatsächlich, bis der stehen bleibt, oder? Ich meine, ich kann jetzt natürlich einen Helikopter holen, den ich natürlich nicht ersetzt habe. Ich glaube, warte mal, den können wir jetzt aber. Nee, können wir nicht. Wir probieren ihn mal so ein bisschen wegzudrängen. Ich glaube, anders machen die Deutschen das doch nicht, oder? Okay, oder so. Alles klar. Pass auf, parken mal eben. Oh, scheiße. Sorry.
Okay, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Aus. Der ist geflüchtet. Wo ist denn der? Da hinten. Da hinten. Bleiben Sie stehen. Ey, nicht wegrennen. Scheiße, wir brauchen Backup. Assistance required in Little Seoul. Bleiben Sie stehen. Oh, der ist gestolpert. Copy, that's a call two on our way. Ey. Scheiße, ich glaube, ich muss doch eine Waffe nehmen. Die haben doch bestimmt noch Waffen. Scheiße. Okay, wir müssen hinterher. Scheiße. An. Bleiben Sie stehen. Mensch, ist recht. Guck mal, da ist schon ein Kollege. Nicht LSPD, wir sind hier German PD. So, komm, jetzt stehen bleiben. Okay. Auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden. Okay, das ist irgendwie cool. Das deutsche Szenario hat auch was. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie cool. So, für sie holen wir einen Transporter. Jetzt ist natürlich unsere Karre 5 Meter weit weg. Die ganzen anderen Autos habe ich natürlich noch nicht ersetzt. Oder das heißt natürlich, habe ich einfach nicht ersetzt. Weil, wie gesagt, es ist ja erstmal eine Testfolge und da ist es jetzt nicht lohnen, hier irgendwie ein paar Stunden zu modden, um dann das perfekte deutsche GTA zu haben, sondern einfach mal als kleines Testvideo, wie ihr das dann annehmt, was ihr dazu sagt, ob ich das öfter machen soll. Wir haben Homeless People, alles klar. Wir haben Homeless People, das heißt, gucken wir mal, dass wir die versorgen können. So, aber natürlich dürfen wir reparieren, das habe ich natürlich so übernommen. Wir haben aber Code 2. In Deutschland gibt es, glaube ich, keinen Code 2, oder? Ja, doch, klar gibt es, aber ich glaube, Code 2 ist in Deutschland meistens einfach keine Sirene, aber halt zügig. Also ungefähr, na okay, gut, das weiß. Okay, also wir machen es trotzdem so, irgendwie, ich finde das besser. Sieht irgendwie realistischer aus in meinen Augen. So, fahren wir mal durch. Es fühlt sich irgendwie so heimisch an, finde ich. Wenn man im deutschen Szenario spielt, das fühlt sich so, weiß ich nicht, man fühlt sich so gleich viel realistisch, es kommt einem realistischer rüber, wobei das amerikanische Setting ja genauso realistisch ist, nur das deutsche ist halt einfach vertrauter. So, wo sind denn die? Machst du bitte die Tür zu? Ja, Kollege, ja, der ist unten. So, müssen wir mal gucken jetzt. Okay, der hat eine Bierflasche. Lassen Sie die Waffe fallen. Okay. Ich denke mal, das war jetzt realistisch, weil das... Ich glaub, das würden die Deutschen auch so machen. Ich meine, wie gesagt, ich kenne mich da mit der deutschen Polizei ironischerweise nicht so gut aus wie mit der amerikanischen. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wie man sich da zu verhalten hat. Aber, so ein bisschen zumindest. So, für Sie und den Transporter, Sie werden dann zum Präsidium gebracht. Genau, ihre Flasche habe ich natürlich konfiziert. Und das können sie sich dann von der Wache wieder abholen, sofern das Beweismittel bewertet wurde. So, mein Gott. So, wir kommen jetzt erstmal hier raus, weil hier stinkt es nämlich. Wo ist denn unser Kollege? Der ist irgendwo da hinten. Okay, der steht. Komm, dann laufen wir dem mal ein bisschen entgegen. Von unten hängen sie mal einen Zahn zu, ja. Und hängen sie. Okay. Wo ist denn der? Da hinten. Oder? Oder ist es einfach nur so ein... Nee. Okay, perfekt. So. Ja, sie werden weitergegeben. Wir fahren sie dann weiter auf Streife. Dass der auch nicht die Türen zumacht, der Typ, ne? Das ist krass. Das ist so behindert. Ja, irgendwie, es hat was. Ich finde, es hat was. Das deutsche Szenario ist irgendwie cool. Irgendwie, es ist halt so, wie gesagt, es fühlt sich so cool. Also, es, weiß nicht, es ist auf jeden Fall was anderes und es fühlt sich frisch an, sagen wir mal so. Gehen wir mit Demonstration, da gehen wir mal hin. Respond Code 2, okay. So. Ich bin übrigens wieder ein bisschen ruhiger, weil. Warum eigentlich? Ach, einfach so. Oh, fuck, Alter. Okay, gut. Wir sollten vielleicht nicht so über die Bordsteinkanten fahren, weil das Auto sich ziemlich tief legt, wenn man um die Kurve fährt. Oh, jetzt hätte ich fast umgefahren. Okay, Demonstration. Wir fahren trotzdem mal ein bisschen zügig. Die Hupe ist cool.
Ey, nicht auf der Kreuzung stehen bleiben. Egal. So, hey, komm mal vorbei. Demonstration. So, pass auf, wir parken mal hier. So. Oh, hoch. Scheiße. Ich hab die Karre ein bisschen behindert geparkt. Egal. Approach the commanding officer. Okay. Guten Tag. What should we do? We should wait and see what they do. Wo überhaupt? Ach, da hinten. Wohl, oh mein Gott. I'm gonna try to disperse them. We should use our shotguns. We should throw tear gas. Okay, ich glaube, wir sollten Tränengas schmeißen. We should throw tear gas. Ja, das ist jetzt noch auf Englisch. Ich weiß, das ist ein bisschen unrealistisch. Ach, guck mal, jetzt werfen sie Tränengas. Okay. Nehmen Sie die Hände hoch. Und Sie nehmen auch die Hände hoch. Oh Gott, lassen Sie die Waffe fallen. Okay, gut so. Gehen Sie mal alle auf den Boden. Und Sie mit Ihrer Brechstange vor allem. Nein! Nein, scheiße! Alter, die Demonstration ist echt schwer. Muss man ganz ehrlich sagen, ey. Demonstration ist schwer. Scheiße, okay, das probieren wir nochmal. Also, das heißt nochmal. Müssen wir uns wieder so ein Auto spawnen, warte mal. Da hinten. Okay, der Einsatz ist noch aktiv. Tiergas war, glaube ich, keine gute Idee. Wir fahren mal mit Sirene, da jetzt hier eine Attacke ausgelöst wurde. Ich denke, das ist okay, wenn man mit Code Free hinfährt. Beziehungsweise einfach mit Sirene und Martinshorn. Oh, jetzt bin ich auch noch vorbeigefahren. Egal. Weil wir fahren mal hier durch. Oh Gott, Alter. So, wir sind quasi die Verstärkung. So. Bleiben Sie bitte stehen. Und gehen Sie auf den Boden. Auf den Boden. Okay. Ey. Oh Gott. Gehen Sie weg. Alter, wie willst du das denn? Ey, gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Ah. Hilfe. Okay, warte mal. Wir nehmen mal kurz einen Schlagstock. Scheiße, Alter. Boah, scheiße. Wieso töte ich die immer damit? Oh, scheiße, wir müssen weg. Es wird geschossen. Okay, wir müssen Verstärkung holen. Okay. Bleiben Sie... Nein. Ah, scheiße. Scheiße, wir brauchen Unterstützung. Nein, nicht schießen. Nicht schießen. Gehen Sie weg. Scheiße. Alter, wie willst du die Demonstration machen? Nein. Okay, warte, den nehme ich jetzt fest. Nehmen Sie die Hände hoch. Scheiße. Ah, Code 99 trifft's gut, Alter. Nehmen Sie die Hände hoch. Fuck. Ich probiere nur ein bisschen Roleplay zu spielen. Ah, ich hänge fest. Okay, auf dem Boden. Nehmen Sie jetzt hoffentlich fest. Hallo, jetzt geht sie weg. Ey, jetzt. Das gibt's doch nicht. Ich fühle mich hier wie in einem Zombie-Shooter. Jetzt gehen Sie auf den Boden. Und Sie auch. Auf den Boden. Und Sie auch. Scheiße, Alter. Komm. Nein. Toll. Gehen Sie jetzt auch auf den Boden. Finde ich gut. Alter, jetzt sie weg. Okay, jetzt habe ich ihn auch erschossen, Alter. Gut, das heißt, ich nehme jetzt hier den fest. Ja, gut, zumindest konnten wir ein paar festnehmen. Mann. So, den nehmen wir auch fest.
So, und für den haben wir auch einen Transporter. Sie sind übrigens alle festgenommen, weil sie Officer angegriffen haben. Das finde ich überhaupt nicht freundlich, ja? Mein Gott, Alter. Ist es sonst noch irgendeiner, der... Ne, sind sonst alle tot. Das heißt, wir holen mal einen Krankenwagen. Huch, fuck, meine Nase. So. EMS. Ja, die Krankenwagen sind natürlich auch nicht ersetzt. Die hätte ich vielleicht noch ersetzen sollen. Oh, scheiße. So. Die sind natürlich auch nicht ersetzt. Wie gesagt, ne, das ist jetzt erstmal als Test, ob das überhaupt ankommt bei euch. Ob ihr jetzt sagt so, ja, das könnte man mal bringen oder nee, lass es raus, weißt du. Dafür ist es ja eigentlich jetzt nicht irgendwie als fester Bestandteil. Alter, wie das hier abgeht, ey. Na gut, Leute, ich würde sagen, ja, doch, komm, einen Einsatz können wir machen, aber noch, um das mal ein bisschen zu zeigen. Jetzt müssen sie eigentlich nur mal abtransportiert werden hier. Ja, und er macht schon auf. Okay, ich glaube, wir alle sind jetzt versorgt. Nein, die sind auch nochmal Tote, Alter. Ich komme da nicht klar drauf. Oh, wir haben Stone Truck, alles klar. Da gehen wir jetzt hin. Hallo, darf ich bitte durch? Ja, ich darf durch. So. Ich glaube, ich spiele mal wieder ein bisschen First Person, auch wenn das bei dem Modell jetzt persönlich nicht so gut aussieht. Scheiße. Das Schadensmodell ist aber irgendwie cool bei dem Ding. Das drückt sehr schnell ein. Ist irgendwie geil, weil es halt so realistisch ist. Mein Gott, es sind natürlich auch die Ford Crown Victoria Sounds drin. Weil das quasi der American-Ordner ist, den ich halt nur mit den deutschen Texturen und so erst ersetzt habe. Also kopiert und dann ersetzt habe. Also einen normalen Ordner habe ich natürlich schon noch. Sonst wäre das ja doppelte Arbeit. Das nur für so ein Video wäre vielleicht nicht allzu lohnenswert. So, da vorne ist der Truck. Der flüchtet, das heißt, wir holen uns gleich mal Local Air. Aber verfolgen dann einfach mal so. So, wir fahren hier mal. Oh Gott. Was macht er da? Scheiße. Okay. So, okay, wir probieren mal irgendwie hier auszubremsen. Das bringt aber, glaube ich, nichts, oder? Oh, scheiße. Ah, bleiben Sie stehen. Ja, das bringt, glaube ich, nichts, außer dass wir unser Auto kaputt machen. Bleiben Sie stehen. Alter, ich werde hier weggebremst. Scheiße. Das bringt nichts. Wir brauchen Support. Also schießen werden wir nicht, weil das machen sie auf gar keinen Fall in Deutschland. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn, oder? Jetzt haben wir ihn. Machen Sie aus. Okay, perfekt. Nehmen Sie die Hände hoch. Auf den Boden. Auf den Boden. Ne, wo den haben wir? Auch wenn unser Auto ziemlich am Arsch ist. Ah, okay. Ja, das passt. So, den LKW werden wir natürlich abschleppen lassen. Und sie werden in Gewahrsam genommen von einem meiner Kollegen, der da vorne schon kommt. So. Boah, unsere Karre sieht so am Arsch aus. Die ist aber auch, glaube ich, an der einen Seite ziemlich ein... Oh ja, oh ja. Aber auch nur so ein bisschen. Alter, okay. Ja gut, Leute, ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt. Oder ob ihr meint so, irgendwie, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, wie gesagt, ich möchte euer Feedback wissen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der weiteren Folge LSBDFA, in welchem Setting auch immer. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.